Seit Boris Becker aus dem Gefängnis entlassen worden ist, badet er im Luxus. Er flog im Privatjet nach Deutschland, wohnte in der Villa eines millionenschweren Freundes und feierte den Jahreswechsel auf der Trauminsel São Tomé vor der Westküste Afrikas, der Heimat seiner Freundin Lilian. Ihre Liebe habe ihn gerettet, sagt er unter Tränen in einem Interview. Er könne sich Hochzeit und Kinder mit ihr vorstellen. Wer ist die Frau, mit der sich Boris zum dritten Mal das Ja-Wort geben will? Geboren wird Lilian, die von Freunden Lilly genannt wird, 1990. Sternzeichen Stier. Nothing compares to you, übersetzt, nichts ist mit dir vergleichbar, von Sinéad O'Connor war damals die Nummer 1 in den Charts. Der Titel des Songs ist Lilians Lebensmotto. Die zukünftige Ehefrau der Tennislegende wuchs in Italien auf. Sie schloss die Uni mit Auszeichnung ab und war ein gern gesehener Gast auf Society-Partys. Mit ihrem guten Freund, dem Starfotografen Enrico Constantini, reiste sie oft nach Marrakesch und stand für ihn in einem Nobelhotel als Model vor der Kamera. Boris' Freundin ist zweisprachig, italienisch und portugiesisch aufgewachsen und spricht fließend Englisch, Spanisch und Französisch. Seit sie mit Boris Becker zusammen ist, lernt Lilian Deutsch.